So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Eine neue Folge Pokémon Go, beziehungsweise es ist wieder Zeit für Raid am Mittwoch. Wir haben wieder die Highlights der Woche für euch zusammengefasst und am Ende gibt es auch wieder den Schocker der Woche. Stimme ist immer noch kaputt. Letzte Woche gab es keinen Raid am Mittwoch, da war ich ja im Urlaub. Ich hätte erst am Samstag eine Folge aufnehmen können, aber ich fand es doof, wenn man am Samstag eine Folge rausbringt und am Mittwoch schon wieder. Also habe ich das einfach gesammelt und statt 100 Bilder gibt es jetzt 200 Bilder aus 2 Wochen, die Best-Offs. Ich habe wieder tüchtig aussortiert und ich habe mir jetzt hier diese leckere Wie viel Anger Himbeerfassbrause gegönnt. Wo die her ist, das seht ihr in einem anderen Video, aber die schmeckt einfach fantastisch. Jetzt aber die Highlights der Woche. Angefangen hat die Woche hier beim Cumulus. Belohnung aus der Käferkrabbelei, ein 100% Ninja Tom. Das ist auf jeden Fall mega selten und richtig brutal. Das müsste schon der Schocker der Woche sein. Hat jemand sonst ein 100% Ninja Tom? Das könnt ihr nicht entwickeln. Das musst du so fangen. Das gibt es theoretisch eigentlich nur immer aus irgendwelchen Forschungen mal so. Aus einer Spezialforschung, aus einer begrenzten Forschung oder sonst was. Das ist also ein relativ seltenes 100er. Dann Cumulus aus dem täglichen Rauch, ist eigentlich ein C-Day Shiny, hätte ich gar nicht mit rein, aber aus dem täglichen Rauch, was da drin sein kann, nehme ich trotzdem mit rein, finde ich nämlich cool, auch 1101 WP, Wetterboost, alles dabei. Thomas Speck hier, Shiny Toxipet gegönnt, plus 100% Barrikadax, der Zickzack C-Day war ja auch, da werdet ihr auch viele Sachen heute sehen. Auch hier 0er Shiny Barrikadax mit reingenommen. 13.8. Freiburg im Breisgau. Dann bin ich mit Koroniga Glücksfreund geworden. Wir haben auch schon getauscht. Sie hat sich riesig gefreut. Lennart hier, 100% Vadribje. Ist aber männlich, kannst du nicht entwickeln. Lennart, Toxipet Shiny noch. Waupel Shiny bekommen. Dann hat er hier ein Genesect Solo Raid gemacht. Der war ja wirklich schwer und hat es in sich gehabt. Aber Lennart hat es auch geschafft. Sehr intensiver Solo-Raid, habe dort 3-mal den versucht, bis ich nur Glurak geheilt habe und nicht alle. Dann hat es geklappt. Ich habe sogar das Unmögliche geschafft. Ich habe einen Solo-Raid gemacht, obwohl ich nicht mal an der Arena war und mich selbst eingeladen habe. Und dadurch fehlen ja die 15% Angriffsbonus, beziehungsweise macht man 15% weniger Schaden. Dadurch hätte man es eigentlich gar nicht schaffen können. Ich habe es aber irgendwie trotzdem geschafft. Und wie ich das geschafft habe, das habt ihr ja vielleicht die vergangenen Wochen gesehen. Ich habe aber auch viele Versuche gebraucht und nur mit Glurak habe ich es ganz knapp einmal nicht geschafft und dann komplett verkackt, weil ich nicht wusste, dass die Fanraider jetzt ja wieder reduzierenden Schaden machen. Behaltet das euch im Kopf, ne, wenn ihr sowas vorhabt. Germany Level 39, was für ein Name. Das ist hier der King Lion SP. Der hat ja einen Galaarctos mitgenommen aus dem Rauch, aus dem Abenteuerrauch 2907. Dann dieses fette Rihonya mit 3400 WP. Das habe ich aus dem Abenteuerrauch bekommen in einem Stream. Weil ich es aber nicht brauche, habe ich gesagt, ich verschenke das an den ersten, der einen Kommentar schreibt unter das Video. Das war der Baloo. Der Baloo wollte das, der Baloo hat das bekommen und es hat sogar richtig gute IV bei ihm. Das ist ein 93er geworden mit relativ hohen WP. Luigi Sarada, Freundin und ich nachts unterwegs. Jeder hat eins bekommen, Shiny Toxipet hier dabei. Und hier, dass du mit dem zweiten Account auch spielen kannst, hat, glaube ich, ein Community Day Ticket an Samyang Bulldog geschickt. Danke dafür, ist nett gemeint, aber ich habe ihm auch gesagt, bitte, wenn ihr was schenken wollt oder wenn ihr was kaufen wollt, macht das bei Ramses der Dicke, bei dem Main-Account, da wird das genutzt, da wird das gespielt. Wenn ich am Community Day mit dem Main-Account spiele, ich habe keine Zeit, noch mit einem zweiten Account zu spielen und da ein Ticket zu nutzen. Ihr könnt das schenken, aber das ist 1 Euro umsonst ausgegeben, weil das einfach nur dann da liegt und nicht genutzt wird. Und das wäre schade. Das möchte ich nicht. Deswegen sage ich das immer dazu. Schenkt bitte nichts dem Samyang Bulldog. Wenn ihr was schenken wollt, probiert es bei Ramses der Dicke. Wenn ein anderer schneller war, ist das auch so. Wenn keiner was schenkt, ich kaufe es mir selber. Den 1 Euro habe ich dafür. Das ist nicht das Problem. Trotzdem danke an die Geste, die dahinter steckt. Dann hier 100% Shiny Zahnpasta genannt auch. Mein Geburtstagsgeschenk von Pogo. Mein 3. Shundo jemals. Weil der Luigi Geburtstag hatte, wollen wir auch hier nochmal singen. Happy Birthday to you.
Happy Birthday to you. Happy Birthday, Luigi. Happy Birthday to you. Das ist ja im Stream, wenn auch immer einer Geburtstag hat, dann müssen wir immer singen. Jetzt habe ich auch gesungen. Diesmal klang es noch schlimmer als sonst, weil Stimme ist ja kaputt. Drei hat er insgesamt, hat er gesagt. Jetzt sehen wir auch mal welche. Nicht nur dieses Barrikadax, sondern auch ein Vesprit. Ein 100er Vesprit Shiny und ein 100er Saulopa. Ist das von Better Call Saul? Ein 100er Galoppa, sorry. Das muss natürlich auch noch zum Best Buddy machen, wie ich das sehe. Sieht gut aus. Luigi ebenfalls nochmal. Shiny Ladybar, Shiny Weimar. Dann die 100%igen aus der letzten Zeit. Ein 187er Raupi dabei. Das ist wohl das Beste und Heftigste. Baumpel auch hier mitgenommen. Durch einen Tausch noch ein Zickzacks. WTF, so viel Glück, nur mit Tauschen. Das erkennt man, dass aus dem Tausch ist. Ist ja auch lucky. Wieder 100er hier. Luigi nochmal, hier haben wir einen schwebenden Anstecker. Das ist Klick, Klick als Best Buddy. Und der Best Buddy Badge hängt einfach in der Luft rum. Habe ich auch noch nie gesehen. Deswegen am besten jedes Pokémon zum Best Buddy machen und mal gucken, bei wem es am lustigen aussieht. Das ist ja immer an verschiedenen Stellen. Marco FedEx, Zapdos, geflohen. Marco FedEx, Lavados, geflohen. Habt ihr schon einen Galavogel gefangen? Schreibt es mir in die Kommentare. Ich habe zwei gesehen, aber noch keinen gefangen. Dann NetGhost, Ersatzbiere sind unterwegs. Herr Prost, ne? Das ist kein Bier, das ist Himbeerbrause. Trotzdem habe ich eben auch geunboxed. Wird dann die Tage auch online kommen. Sarina, schnell noch mitgenommen. Die Dame dankt herzlichst dafür. Hier aus Thüringen, Hildburghausen. 100% Pandir. Ich habe auch noch kein 100er Pandir. Shenaya noch Shiny Raupi, Shiny Ladybar, Mirapla Shiny, Sören aus der Feldforschung. Die ganze Zeit suche ich nach dem Hornliu. Jetzt hier einfach 100er Bibor so gegönnt. Natürlich gleich Mega-Entwicklung machen am besten. Einfacher Tausch hier, Galaporenda auch in 100 bekommen. Ninkada Shiny muss wohl öfter mal mit meinem in meinem Fiat sitzen und Pokis fangen. Da haben die Angst und schillern einfach. Einfach, dass man ihn besser sieht. Nicht, dass er mit dem Fiat einfach das Ninkada überfährt. Libera Forett, Toxipet, Libera Forett, Ninkada, Grillmack, alles shiny, Schnuthelm auch mitgenommen, Kaiserkai, noch keinen legendären Vogel bekommen, aber in shiny ist genauso gut, hier aus dem Abenteuerrauch, Zipurza als shiny und von zu Hause aus noch Ace und was man zu Hause fangen kann, noch Ace, aber Raupi, aber auch Kaiserkai, Alexander Ahringer, endlich Shiny Toxipet im Pokémon Go bekommen. Endlich ein 100er Trassler. Erlös. Immer noch Alex. Beste CD-Ausbeute aus der 1-Euro-Quest. 100% Gala Zickzacks. Kann aber nicht Schocker der Woche sein. Haben wir ja schon ein paar jetzt gesehen. Und der Schocker der Woche muss ja was Einmaliges sein. Trotzdem 1 Euro bezahlt, das bekommen. Richtig geniale Sache. Daniel Larv auch Shiny Ninkada bekommen. Entwickelt zum Hummelmon, Ninjask hier, so sieht's aus. Chilboris, geil. Den Chilboris habe ich gestern gelöscht. Der hat nämlich einfach beste Freunde getriggert. Dann hat er mich wieder geedit. Ich habe ihn wieder angenommen. Also so läuft das bei uns ab. Das Simsala aus dem Abenteuerrauch, auch richtig fett. Wir haben gestern ja auch im Stream Abenteuerrauch nachträglich noch angemacht. 15 Minuten. Konstin ist komplett ausgerastet. Der hat so gut wie nur Weiterentwicklungen bekommen und Endentwicklungen. Das fand ich auch cool. Andy Project. Mal die drei Affen in Glücks und Shiny gegönnt. Das ist auch eine coole Sammlung. Drei Glücks-Shiny-Affen-Entwicklungen. Sieht auf jeden Fall gut aus. Hat auch nicht jeder. Gleich der zweite Fang war hier ein 100er Mabula bei ihm. Weiß er nicht, ob es angezeigt wird. Andy Project. Das Geschenk ist unterwegs. Das dürfte das C-Day-Ticket gewesen sein. Beim Main-Account. Also Luigi hat den Samyang Bulldog bespaßt, Andy Project wahrscheinlich den Main Account mit dem C-Day Ticket. Wir haben auch noch mehr gehabt, nämlich der, ist das das, ist das das? Ja, irgendeiner hat nämlich das Ticket für das GoFest Abschluss Event auf den Spületrend Account gehauen, aber das haben wir glaube ich in der letzten Folge gehabt oder nicht? Ich habe das irgendwo glaube ich schon erwähnt gehabt. Tiso, mein Zarude hat ein Junges bekommen, habe ich auch noch nicht gesehen. Dass ihr einen Buddy habt und der Buddy in klein nochmal neben eurem Buddy läuft. Wie ihr gesehen, drangezoomt,
neben dem Zarude, ist einfach nochmal ein Zarude. Das läuft da rum, das sieht voll klein aus, irgendwie total süß. Das hätte ich sogar gern einfach als Schocker der Woche genommen. Aber ich habe trotzdem was anderes genommen. Also Tiso, trotzdem danke für dieses Bild, sieht richtig stark aus. Elke, hey Ramon, ich weiß nicht, wann du Zeit hast, Raid am Mittwoch zu machen. Ich schicke trotzdem die Bilder. Zweimal Glückstausch, 200er. Die werdet ihr nachher nochmal sehen. Das ist das Barrikadax und das Kraftmax, also Macholo und Barrikadax. Und ein 100er Feuerriegel gebrütet. Die seht ihr nochmal groß. Aber wem die direkt gehören, seht ihr später. Elke hier, Shiny Schnuthelm, Voltoball, Papinella, dann Hannes mit dem 100er, Tarnpeak Non, Araqua, Babula, Shiny Onyx, Raupi, Shiny, Zickzacks, Shiny, Thomas Speck mit der 30. Katze der Welt, die gleich mit 5 Accounts gleichzeitig zockt und angeleuchtet wird, sieht wieder aus wie ein Brot. Die Brotkatzen sind da. Thomas Speck hier mit seinem Level 50er, Max 4 Sterne, Glücks Voltula 100er, Best Buddy fehlt noch, oder? Best Buddy noch machen, damit wir noch mehr haben. Im Kaiserstuhl Voltula. Thomas Speck nochmal hier, 200er. Flunschlick, Ladybar, das Scheinux. Scheinux mit Panikon 100er. Die ganzen 100er aus der letzten Zeit ist auch hier Waschkabil dabei. C-Day Barrikadax. Den Rest seht ihr selber. Dann habt ihr hier nochmal Shiny Waschkabil dabei. Ihr habt nochmal Shinies generell. Ich finde diese Übersichten so total unübersichtlich, obwohl sie eigentlich übersichtlich sind. Aber ja gut, Nidoran, da wählen wir noch Sengo, der Rest ist C-Day-Zeugs. Ihr habt hier Krypto Glumanda Shiny auch dabei. Slimer ist ganz cool. Charmian, hier nochmal Krypto Shiny Bisasam. Immer noch beim Shinux, Nibel, Grillmark, Janma, ja. Immer noch Shinux, 100er Zickzacks, Hubbelupf. Jetzt ist das gleiche, was wir eben in der Übersicht hatten, noch alles einzeln. Ich finde das, ist so unübersichtlich. Also, dann schickt lieber Einzelbilder. Da kann man sich besser drauf konzentrieren, weil das haben wir auch eben schon gesehen. Benjamin Engel hat hier auch ein Bild gemacht. Ihr seht aus der Fotobomb, das war einfach komplett überladen. Alles zugekleistert. Hat auch hier Solo-Raid gemacht mit Mega Sherox. Geschafft. Solo-Raid gemacht mit Genesect. Geschafft. War aber, glaube ich, Bild von dem alten, damals, ne? So irgendwie, hat er gesagt. Dürfte nicht der aktuelle gewesen sein. Hast du es diesmal nochmal probiert? Wenn der hier Eisstrahl hatte, ja, da habe ich in die Hose gekackt, als der Eisstrahl hatte. Dann hier Mauzi Shiny mitgenommen. Thomas hier mal was anderes, vielleicht für Raid am Mittwoch. Viele Grüße an die Community. Das ist dein Shiggy, was du mir am Lucky Trade getauscht hast. Das macht nämlich hier Urlaub. Das sieht cool aus. Und damit ihr das seht, durch einen Tausch erhalten am 12.04.21. Der kleine Ramses auf Urlaubsreise. Brainy Stendal, Wuffels, ausgebrütet. Panzer Aeron, Fliegt, Lennart, 100er, London, Lennart, Shiny, Funpi, Joel, ein Pokestop in Bühne, Brine, Breine. Mit Trading Card Game. Müsste ich mir eigentlich jetzt auch nochmal bestellen, nachdem ein anderes storniert wurde. Cumulus aus der Fotobomb, Vadribje, weiblich, shiny, passt, perfekt. Hier Cumulus aus der Feldforschung, 100er Ninkada, auf dem kleinen Dommersan, eine dumme Sau war das, der hat doch damals auch Level Up getriggert, oder? Da waren wir gerade in Gera, eine dumme Sau, habe ich mal gesagt. Psiao, shiny dabei, Konfuzius sagt, jetzt kommen nämlich die Selal-Bilder, oft ist das, was du suchst, bereits in dir. Wie der Dicke am Kühlschrank, das kenne ich. Selal, Shiny, Knilz, Vegimak, Raupi, 100er Staralili, erlöst. Maguhita, erlöst. Wie andere flirten, Gott muss einen Engel vermissen da oben. Wie ich flirte, meine Liebe zu dir ist wie Durchfall, es hört einfach nicht auf. Das habe ich, glaube ich, in Crazy O geschickt. Snorlax has Bidoof Slippers, also der hat Hausschuhe. Bidoof Hausschuhe, ja. Dann Lead Bonbons XL 1337, Lead Elite, immer noch Selal, Selal auch Arctos, zack, ist geflüchtet, Zickzacks, 100 mitgenommen, Ladybar Shiny, Zapdos, hey, ist geflüchtet, wunderbar, Lavados, hey, ist auch geflüchtet, hat einfach die Marco Fedex Bilder nochmal eingereicht. Dann nochmal Raupi, musste unbedingt mit reinnehmen, aus hier mit viel Wind um nix.
There is a Mew on this cat's back. Also diese Katze hat Mew auf dem Rücken. Wenn man es nachzeichnet, sieht es auch so aus. Ohne Brille. Hä? Mit Brille? Weil dann alles beschlagen ist, fühle ich komplett. Er kann seine Lieblingskekse nicht finden. Er guckt, er denkt, Mann, und dann regt er sich auf. Das ist auch ein richtig cooles Bild. Oder kennt jeder, der Beutel ist voll. Du kaufst dir Beutelerweiterung. 10 Sekunden später, wieder Beutel voll, bringt nichts. Enttäuschung ist da. Das Polizei-Pikachu, was sich wundert, weil es ausgetrickst wurde, dass er einfach gar nicht angeschnallt war, sondern nur so ein T-Shirt hat. Das auch passt nochmal dazu mit Brille von Spider-Man, als er verschwommen gesehen hat und dann plötzlich, zack, so sieht's gut aus, ja. Also eigentlich war es andersrum. Normalerweise hat er mit Brille schlecht gesehen und ohne Brille dann besser. Hier sieht man, ah, Burmi, genial. Bremse, Handbremse, angezogene Handbremse, fahren mit angezogener Handbremse, die dann einfach daneben sitzt und er rüber guckt. Ich finde die Bilder so dumm manchmal, die da geschickt werden, aber müssen wir trotzdem zeigen. Eine Sternschnuppe, Niantic, bitte fixe die Go-Battle League. Und die Sternschnuppe haut ab, dreht rum, geht nicht. Flameplate, Tacoplay, da seht ihr, wie ihr euer Arceus, was es für einen Typ annimmt. Es ist dann einfach ein Taco-Typ. Dann aber weiter, sehr live, wir kommen zurück zu Pokémon, ja. Dodo, Shiny, Yorklef, Shiny, Bidiza, Shiny, 100% Mangunior, Marmudel aus dem Abenteuerrauch, auch richtig krass, Bidiza aus dem Abenteuerrauch, als Shiny, Mauzi Shiny, Abenteuerrauch. Dann habe ich meine Medaille bekommen. Bei den Twitch-Streams zur Pokémon-Weltmeisterschaft gab es ja diverse Codes, die wurden immer mal in den Fanchat auch gepostet, in Telegram. Danke nochmal dafür. Eingelöst habe ich die Forschung bekommen und habe auch eine Medaille bekommen. Da bin ich gerade in Meiningen, wie man sieht. Na gut, ihr wisst ja gar nicht, wie es aussieht. Grüße aus dem Funkloch in Canterbury. Es hat 237 WP. Ja, 100er Skobbel. Dann, jetzt habe ich es mit den kaputten... Jetzt habe ich es mit den kaputten Schriften. Jetzt tut der Hals wieder so weh. Jetzt ist es wieder schlimmer, immer wenn ich nies. Und das vibriert und der Kehlkopf vibriert. Danach ist er einfach wie tot. Und brennt und sticht und macht und alles vollgerotzt. Da hätte ich auch rumschreien können, dann wäre es genauso gewesen. Jetzt habe ich es ja mit den kaputten Schriften. Teamgeist Superliga 3 von 3, sieht auch gut aus. Da hat der Rauch zwar keinen der Vögel gebracht, aber das nehme ich auch mit. Cheffe, hier 100er Smogmog. Nach dem Ei-Video habe ich mir gleich ein paar Pokémünzen geholt. Cumulus. Edel. Shenaya hier, Pikachu, Shiny. 1, 2, 3 Kid, Pikachu, Shiny. Malte Meyers Glücksfreunde, Jojo, mit dem Schocker der Woche. Oder auch nicht. Hat ihn nämlich aus der Forschung, also in Feldforschungen gab es das ja, das Shundo bekommen. Also ein Shiny mit 100%. Das ist aber nicht das Einzige, was wir haben. Wir sehen nämlich dann noch eins. Und deswegen ist es auch nicht das Schocker der Woche. Versteht ihr? Selal hier, Pandimos Shiny, Glibungel Shiny, Macholo 100. Dickter 100, Zickzacks 100, Glücks, Straßenschäden, Radwegschäden, Gehwegschäden, Dachschäden, Nidoran, wohl aus gestern Spotlight, nee, Abenteuerrauch steht ja da, gestern war ja das Männliche da, 100er Stolunior, dann fliegen ihm die Eier weg, die Leute haben mir alle Bilder geschickt, dass die Pokémon unten weggehen, er hat es mit den Eiern gemacht, 5er weg, 7er weg, 12er weg, alles weg, Snubbull 100 noch dabei, wir sind Glücksfreunde geworden, mit ihm möchte ich heute auch noch tauschen, Ho-Oh gegen Ho-Oh wahrscheinlich, das könnte gestern Spotlight-Stunde gewesen sein, Nidoran, hier, ne, männlich, shiny, Bekleidungsgeschäfte immer, erster Stock Damen, zweiter Stock Damen, dritter Stock Damen, vierter Stock Herren, Kinder, Hasen, Raumschiffe und Pferde. Ich habe zwar noch keine Pferde gesehen, aber passt. Luigi hier auch, seine Shinies der letzten Zeit, Presse, warum Presse, kann der weg oder wie? Pikachu auch dabei, Glückwunsch, das ist auf jeden Fall das wichtigste Shiny der letzten Zeit, weil kriegst du ja nur da, kriegst du dann nicht mehr, hast du nur da bekommen, meine ich. Die 100er der letzten, Raupi-Quest, 187. Es ist bestimmt das, was wir vorhin schon mal gesehen haben, aber Punita und Seemops kamen noch dazu. Shenaya mit dem Shiny Miltang, Sarina, auch fette Ausbeute gehabt, Incognito N, D, L, als Shinies, als 100er, das D und das N und dann als 100er, Zurukex und Metagross plus aus einer Quest Level 15, Shiny 100% Kaumalat, völlig random, einfach BAM. Schocker der Woche. Aber ich habe was anderes.
Also Sarina, du bist nicht Schocker der Woche. Wer Schocker der Woche wird, das zeige ich euch dann. Ihr seht es nochmal, Frankfurt am Main, Hessen. 100% Shiny Kaumalat aus einer Quest, aus einer Feldforschung. Kaiser Kai, endlich Level 50, Schmellmetall. Kaiser Kai, Nidoran, ein erlöstes, ein normales. Endlich habe ich die beide als 100. Ja gut, das ist das. Gut. Wieder wilder Shiny Feldforschungsdurchbruch. Warum wild? Wenn es ein Feldforschungsdurchbruch ist, ist es ja nicht wild. Aber ja, es ist total wild, dass es da drin war. Anna Rotten Roxy zeigt uns hier 100% Sherox Glücks Mega Entwicklung. 100er Glücks Zickzacks. Sören Gartenfund, diesmal 100er Bibiza. Ich glaube, meine Katze schaut so viele Horrorfilme. Wer kennt den Film? Was ist das für ein Film? Schreibt es mal in die Kommentare. Mal gucken, wer hier bisher ja geguckt hat. Dann Sören, da benenne ich meinen zweiten Account um und wechsle von Rot auf Gelb. Kommt Giovanni um die Ecke geflogen und schenkt ihm so einen Brocken. Wie heißt der jetzt? Du hast jetzt einen gelben? Nochmal? War das nicht immer Supernatural? Und heißt jetzt wie? Nee, das war Benny. Das ist Sören, Benny und Sören. Kein Überblick mehr da, egal, weiter. Ich würde es erlösen, da ist das Problem gelöst. Libera Forett auch hier, Shiny Krypto Glumanda, Yoda Master Nummer 1 gefangen, fehlen noch 2. Alexander Aringer, Shiny Grillmark, Shiny Galaflunschlick, Diso, 100er Sixhacks, ne? Heiko, das ist auch ein Shiny Pikachu. Mit 100%, aber nicht aus der Quest, sondern aus einem Raid. Ich weiß nicht, wo man bessere Chancen hatte. Gefangen aus der Ferne. Ja, nicht aus der Ferne gefangen, aber trotzdem. Heiko, hier noch 100er Glücks. Shiny Rihorn. Benjamin Engel, Shiny Nidoran. 100er Hydropi beim Tauschen erhalten. Der Enox hat mir was geschickt. Der kann jetzt endlich ein 100% Lecci auf 50 machen. Insgesamt also das fünfte Level 50er Pokémon bei ihm. Obwohl ihr seht, deswegen nehme ich ungern Bilder bei Discord, weil das sieht halt immer so hässlich aus. Natursekt, Natusekt, endlich beim weltweiten GoFest nicht bekommen. Jetzt einfach so im Käfer-Event. Schnuthelm. Warum schulte man auf das GoFest-Abschluss-Event warten, wenn man es sich auch schon vorher fangen kann? Naja, weil das vielleicht für die meisten zu weit weg war oder die ihren Account nicht unbedingt gefährden wollen. Deshalb vielleicht. Und das L hat mir auch noch gefehlt. Ich sage, dass der Ausflug nach London einfach zu heftig war. Okay. Wenn du dort warst, okay, auf jeden Fall coole Sache. Das zweite auch aus London, Karadonis. Und noch ein Shiny aus London, auch bei den Pokémon-Weltmeisterschaften, Seeper. Gibt es denn jemanden, der wirklich live in London war, während des Events und darüber gefahren ist? Gibt's so Verrückte, die sagen, was, London? Ich lauf schon mal los und dann sind die abends dort oder so ähnlich. Noch ein 100er für mich, aber das gab es in meiner Heimat aus einer Quest. 100er Burmi und Flauschling, das letzte hier, der Aufenthalt in London, der hat sich sowas von gelohnt, denn als das vor meiner Nase stande, war ich komplett sprachlos, denn das ist ja noch eines mit der neuen Shinies und das wollte ich unbedingt haben und ich habe es bekommen. Gut. Ich kann mich heute mal nicht beschweren. Cheffe, der hat in der Spotlight-Stunde komplett abgerissen, hat einfach alles mitgenommen. Das müsste eigentlich Schocker der Woche sein. Dann haben wir den Brainy nochmal. Ein Pikachu mit 3940 WP, seht ihr am Rand. Das kleine Weiße. Geitsch, auch seit langem mal wieder ein Shiny. Glückwunsch. Champ, aus der GBL-Belohnung bekommen. Also aus der Go Battle League in der Begegnung. Ein 2188er. Baden-Württemberg, auch Glückwunsch. Ist auch sehr GBL-relevant. Cumulus ja auch, 5er Ei gebrütet, Shiny, kleiner gebrütet, Shiny, ist das Shiny? Ja, dann Elke, das ist das, was ich vorhin gemeint habe. Mein Mann hat sich entschlossen, nebenher etwas zu spielen, also habe ich ihm einen Account erstellt. Er hat 4 Shiny Zickzacks und die hier gefangen, innerhalb von 15 Tagen und nur nebenher. Er hatte Urlaub und es hat viel geregnet. Und 2 Glückshunderter hat er, weil er einen Abend lang mit mir getauscht hat. Diese 200er haben wir euch vorhin schon gezeigt. Jetzt wisst ihr, die gehören dem neuen Account von Elkes Mann. Dieses Barrikadax und das Kraftmax waren da drauf. Ansonsten seht ihr hier andere Shinies noch. Hier auch noch ein Pika dabei, was 100% hat. Das hab ich nicht mal, ja. Dann noch was ganz Cooles. Andreas Willems, ne?
ihr seid auf Facebook befreundet, hat mich angefragt und dann Däumchen gemacht. Ich habe Däumchen zurückgemacht, er hat auch ein Däumchen gemacht, ich habe ein Däumchen zurückgemacht. Das ging dann so weiter, hat ein Däumchen gemacht am 10., ich habe am 17. auch mal ein Däumchen gemacht. Er hat dann ein Däumchen gemacht, ich habe das gestern gesehen, habe ein Däumchen gemacht, er hat ein Däumchen gemacht. Also, was denkt ihr, wie es weitergeht? Schreibt es mal in die Kommentare. Das waren die Highlights. Jetzt kommt noch der Schocker der Woche. Und der Schocker der Woche kommt diesmal von, haltet euch fest, das ist der Daniel. Der Schocker der Woche kommt diesmal von Sarina. Was habe ich gesagt? Sarina wird es nicht, es wird sein, ihr werdet es gleich sehen. Sarina, fertig mit den Krypto-Kantos. Ich fand das stark, weil die hat einfach das... Es gibt ja Leute, die kriegen die als Shiny. Die haben dann ein Shiny Krypto Shiggy und freuen sich und sagen, ich habe alle drei jetzt als Shinies bekommen. Gefühlt finde ich, ein 100er Krypto zu bekommen, ist viel schwieriger als ein Shiny Krypto zu bekommen, beziehungsweise ist die Rate viel höher und brutaler. Also ein 100er Krypto Shiggy finde ich mega selten. Ich sehe so viele, die ein Shiny Krypto-Shiggy haben, aber ich sehe kaum jemanden, der einen 100er Krypto-Shiggy hat. Und sie hat einfach alle drei jetzt. Sie hat einfach Shiggy, 100% Krypto. Ja, Glumanda im Prinzip. Glumanda, 100% Krypto. Und Bisasam, 100% Krypto. Das ist für mich der Schocker der Woche. Einfach alle drei Kanto-Starter. Das sind auch die wichtigsten, das sind die besten, das sind die coolsten, das sind die nostalgischsten. Die alle drei als Krypto-100er zu haben, das ist so eine geniale Sammlung. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, peace out. Vorhaut euer Ramses und denkt an die Raid Mania heute Abend, 18 Uhr, lasse ich mich wieder einladen zu euren Raids in der Sakyan, also der Seishin Raid Stunde. Ich werde auch nur Seishin heute annehmen. Falls jemand Samazenta hat, ignoriere ich. Heute Seishin, nächste Woche Mittwoch Samazenta. So teile ich das auf, so steht es im Titel, so soll das auch sein. Ansonsten, wer noch Samazenta Raids braucht, am Wochenende, am Sonntag ab 9 Uhr gibt es Samazenta Raids für Zuschauer. Da könnt ihr vorbeikommen, wenn ihr noch Samazenta braucht oder den gewechselten Mega Raid Boss, der dann drin ist. Ich glaube, das ist Mega Ampharos. Oder wenn ihr irgendwas, kommt rein und sagt einfach, was ihr braucht. Wir werden schon eine Lösung finden. Ansonsten, peace out, vorhaut, euer Ramses.